Museumstreffen in diesem Jahr findet im Deutschen Historischen Museum statt. Also die Atmosphäre war von Anbeginn an unglaublich dicht, die Leute hochkonzentriert. Ja, in diesem Jahr steht das Museumstreffen unter dem Motto Museum kommuniziert. Und das ist sozusagen eine Bestandsaufnahme. Beim Museumstreffen habe ich das Schloss Lippenstein vorgestellt, welches ich seit mehr als 20 Jahren leite. Neben allen Möglichkeiten der professionellen Kommunikation wie Presseverteiler, Internet, neue Medien, ist es für uns ganz wichtig, dass wir den persönlichen Kontakt zu unseren Besuchern haben. Spannend fand ich vor allem, wie unterschiedlich die Museumsleiter an dieses Thema herangehen. Das kleine Museum kommuniziert anders als ein Museum wie das Dornier Museum, das gleichzeitig Veranstaltungslocation und Ausstellungsort ist. Kommunikation geht bei uns auch sehr viel über Veranstaltungen. Wir sind nicht nur ein reines Museum, wir sind auch eine faszinierende Event-Location. Und in unserem Hangar finden über 150 Veranstaltungen jedes Jahr statt. Und insofern machen wir alle Besucher zu Botschaftern und Multiplikatoren. Unser Museum bezieht sich auch auf brisante Themen, so wie Krieg und Frieden, unsere Kolonialgeschichte. Ich finde das eine große Herausforderung, um in diesem Museum zu arbeiten, weil ich glaube, dass jeder in unserer Gesellschaft verstehen soll, dass Frieden nie selbstverständlich ist. Das ganz große Thema war ja heute, wie kommuniziert Museum jetzt in diesen Zeiten? Welche Wege müssen genutzt werden und wie ist die Herangehensweise an den potenziellen Besucher? Bei der Kommunikation von Museen ist mir wichtig, dass im Vorfeld des Museumsbesuches kommuniziert wird, was für spannende und lebendige Orte, insbesondere historische Museen, sind. Dass die Themen, die dort gezeigt werden, unmittelbar etwas mit den Menschen, die die Museen besuchen, zu tun haben und dass sie damit teilhaben an einem gesellschaftlichen Diskurs. In meinem Referat habe ich versucht, daran zu erinnern, dass wir Museen sehr wohl verantwortlich sind für die Kommunikation, die wir wählen. Kommunikation ist nicht nur vermitteln, sondern es ist auch auswählen. Und gerade in der Auswahl liegt die Krux, welche Informationen ich vermittle und welche Informationen ich unterdrücke. Wir nutzen natürlich die Social Media, wie so viele Museen. Das ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Und wir haben etwas, was uns gerade viel Spaß macht. Das sind QR-Codes in der Sammlung, die direkt auf den Audioguide reichen. Und über unseren Audioguide, über das eigene Smartphone, können Sie dann per Facebook, per Twitter, also verschiedene Kanäle der Social Media, Ihre Eindrücke aus der Ausstellung vermitteln. Die Kommunikation ist ja eine Entdeckung, die mit der Kultur 2.0 in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in die Museen kam. Und heute ist natürlich das zentrale Thema, wie erreichen wir die Menschen, die gar nicht ins Museum gehen und wie erreichen wir vor allen Dingen die jungen Menschen. Unser Rezept dafür ist es, sie nicht nur dort abzuholen, wo sie sind, sondern gleichzeitig alles einzusetzen, um Identifikation herzustellen und emotionale Berührung. Denn wenn dies gelingt, dann haben wir eigentlich die jungen Menschen und die Menschen, die gar nicht bei uns sind, so gefangen, dass sie zu uns kommen. Es war ja für mich auch das vierte Museumstreffen und ich muss sagen, es war fantastisch. Die Location war wirklich toll. Es hat eine unglaublich tolle Atmosphäre gehabt hier in diesem Raum. Und insgesamt war es so lebendig und so ein toller Austausch, dass ich wirklich sagen muss, vielleicht war es sogar das beste Museumstreffen bis jetzt.